Auch wenn uns im Jahr 2020 viele negative Nachrichten erreicht haben, haben die Promis für zahlreiche freudige News gesorgt. Aktuell herrscht nämlich wirklich ein Babyboom. Kein Wunder, schließlich waren Events, Reisen und Filmpremieren Fehlanzeige. Gleich 4 Germany's Next Topmodel-Teilnehmerinnen wurden Mutter. Darunter Fiona Erdmann, die mit ihrer Familie mittlerweile glücklich in Dubai lebt. Sie bringt im Sommer 2020 einen Sohn zur Welt. Und auch Model Marie Nasemann wird im Frühjahr 2020 Mama eines Sohnes. Die GNTM-Gewinnerinnen von 2006 und 2007, Lena Gerke und Barbara Mayer, werden jeweils Mutter einer Tochter. Dass das Hochzeit-auf-den-ersten-Blick-Konzept aufgeht, beweisen Melissa und Philipp, die sich letztes Jahr das Ja-Wort gaben. Via Instagram teilt das Paar die freudige Nachricht, dass sie seit Dezember nun zu dritt sind. Unter den Neugeborenen dieses Jahres ist auch das erste Bachelor-Baby. So sind Angelina und Sebastian Panek Eltern eines kleinen Jungen geworden und das nur wenige Wochen nach der Hochzeit im April. Seitdem schweben die Bachelor-Teilnehmerin von 2014 und der Bachelor von 2017 im Familienglück. So geht es auch einigen Sportlern. Neben Langstreckenläuferin Sabrina Mockenhaupt und Fußballer Robert Lewandowski können sich auch Ex-Skirennfahrer Felix Neureuther und seine Liebste, die ehemalige Biathletin Miriam Neureuther, über Familienzuwachs freuen. Fußballnationalspieler Mario Götze und Ehefrau Ann-Kathrin sorgen dafür mit dem Namen ihres Sohnes, der im Juni 2020 das Licht der Welt erblickt, für Schlagzeilen. Denn mit dem Namen Rome schüren sie allerlei Spekulationen eines möglichen Wechsels des ehemaligen BVB-Spielers nach Rom, die sich am Ende aber nicht bewahrheiten. Auch die internationalen Stars bescheren uns 2020 viele freudige Nachrichten. Während sich Sänger Enrique Iglesias und die ehemalige Profi-Tennisspielerin Anna Kournikova sich im Januar über ihr drittes Kind freuen, werden Supermodel Gigi Hadid und Sänger Zayn Malik überraschenderweise im September 2020 Eltern eines kleinen Mädchens. Dieses Glück teilen auch Schauspieler Orlando Bloom und Sängerin Katy Perry, die die Geburt ihrer Tochter Daisy Ende August auf dem Instagram-Profil der Organisation UNICEF bekannt geben. Sänger Robbie Williams und Frau Ida Field werden im Februar Eltern ihres vierten Kindes und erzählen offen, dass dieses mit Hilfe einer Leihmutter auf die Welt gekommen ist. Im späten Vaterglück schwebt Großbritanniens Premierminister Boris Johnson, der mit 55 Jahren nun zum 6. Mal Vater wird. Und auch Schauspieler Alec Baldwin wird dieses Jahr Vater seines 6. Kindes mit 62 Jahren. Das toppt Formel-1-Legende Bernie Ecclestone mit seinen 89 Jahren locker. So wird er nach 3 Töchtern aus 2 vorherigen Ehen im Sommer nochmals Vater eines Sohnes. Auch die royalen Familien erfreuen sich über Zuwachs in diesem turbulenten Jahr. Leka und Elia Zaharia von Albanien geben im Oktober 2020 die Geburt ihrer kleinen Prinzessin bekannt und auch Stefanie und Guillaume von Luxemburg sind seit Mai zu dritt. Bei so vielen neuen Erdenbürgern hatte das Jahr 2020 doch noch etwas Gutes.